Hola, Señorita und Señorita. Hi, Leute, was geht ab? Wir sind zurück in einem neuen, coolen, brandneuen, heißen App-Game. Leute, es wird wild. Oh, ich muss drücken, damit der hier läuft. Oder sich fortschlängelt, ja. Ihr seht es, wir sind eine kleine Schlange. Ja, und wir müssen hier heute nämlich Snake Run Race spielen. So, und das wird cool, denn wir sind hier diese Schlange und die kann sich, oh, was? Die kann sich da drum wickeln und wir versuchen heute von einer kleinen Mini-Schnürsenkelschlange zu einer riesen XXL-Anaconda zu werden. Und ob uns das gelingen wird, seht ihr im heutigen Video, Leute. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich habe lange kein App-Game mehr gespielt und ich bin auf jeden Fall ziemlich neugierig, was es hier für coole Sachen gibt. Und zwar kann man hier sogar schon Upgrades holen. Aber bevor wir zu den Upgrades gehen, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal weiter. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise läuft hier alles immer von selber. Oh, guck mal, da ist eine Riesen-Anaconda. Uiuiui, guck mal, die ist sogar richtig groß, Mann. Boah, ist die riesig. Okay. Oh, wir sind jetzt auch schon richtig groß. Mega krass. Können wir uns hier drum schlängeln? Zup. Okay, wir sind jetzt hier... Ah, nee, wir schaffen es leider nicht bis zum Mal-3-Multiplikator. Aber okay, so funktioniert das Ganze. Ist ein bisschen ungewohnt, weil man nämlich selber losschlängeln muss. Normalerweise funktioniert das immer von selber, ja. Aber dieses Mal müssen wir uns selber nach vorne durchschlängeln. Zatatata. Wie eine Schlange. Oh yeah. Okay, sehr, sehr cool. Also gefällt mir bisher ziemlich gut, aber ich will mich nicht zu voreilen, Leute. Ich möchte mich nicht zu bevorbeeilen. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil man nämlich nie weiß, ob das App-Game doch krass ist. Und ihr wisst, Leute, ich zock alles, okay? Ich zock alles, alles für euch. Und genau so werden wir auch diese Spiele spielen und versuchen, zu einer riesen Anaconda zu werden. Guck mal, wir haben jetzt einfach eine Krone auf. Junge, 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 schaffen wir es vielleicht heute noch bis zu dem... Ah, nein. Okay, schade. Schade. Schokolade. Ich würde super gerne wissen, was ist in der Truhe ganz am Ende. Wir werden es versuchen hinzubekommen, okay? Versprochen, Leute. Fingers crossed. Also ich verspreche euch, wir werden es probieren, auf jeden Fall da bis zum Ende zu kommen. Sehr krass. Habt ihr Bock auf mehr, Leute? Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und ganz wichtig, schaut mal hier. Das ist der LarsOderSo.de-Shop. Falls ihr irgendwas Cooles an Merchandise haben wollt, schaut mal auf LarsOderSo.de vorbei. Das würde mich freuen, Leute. Und falls ihr euch nichts holt, guckt euch einfach mal die Seite an. Vielleicht findet ihr irgendwas, das... Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei. Schaut es euch einfach mal an. Wir machen weiter. Ich würde sogar sagen, dass wir immer noch nicht upgraden. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die würden wir erst gegen Ende hin nochmal machen. Weil, oh wow, okay, diese Bälle fliegen ja einfach nur komisch rum. Ach, guck mal, wenn die grün werden, dann kann man die schlängeln. Klingt irgendwie so dumm. Lol, da war einfach noch so ein Rest von dem Schwanz war noch übrig, ne? Oh mein Gott, okay, okay. Also wenn die rot sind, können wir die nicht essen. Und wenn die dann grün sind, können wir die essen. Das ist eigentlich super einfach erklärt. Kriegt man, glaube ich, hin. Ich glaube, jeder Dummbatz kriegt das hier hin. Was ist das hier? Jagd. Oh, wow. Jetzt haben wir hier unser Zuhause. Oh mein Gott, so Spiele liebe ich mega, Leute. Das ist voll nice. Okay, man kann hier dann irgendwie Knochen-Upgrades sich holen. Wir haben 175 Diamanten und für ein Dingenskirchen kriegt man halt da Knochen oder irgend so ein Kram. Und hier kann man dann Upgrades machen. Okay, oh, wow. Ah, okay, da muss ich, glaube ich, Werbung für schauen. Aber das ist jetzt gerade erstmal egal. Wir können hier ein paar Leute essen. Lul. Oha, was? Man kann hier einfach noch so als Bonus-Level... Oh mein Gott, das Spiel ist voll nice. Oh, wir sind komplett voll. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Zip, 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 zip. Und dann kann man... Oh, okay. Und dann kann man upgraden. Oh ja, sowas mag ich immer richtig gerne. Deswegen machen wir jetzt mal diesen... Wir haben eine zweite Schlange. Yo, wie cool. Yo, wie cool. Das heißt, wir können jetzt doppelt so schnell und doppelt so viel sammeln. Ja, stark. Komm her, ich werde euch fressen, ihr kleinen roten Leute. Zaza. Okay. Oh, das ist cool. Jetzt haben wir halt noch eine zweite Babyschlange noch mit uns dabei. Oh, das mag ich, Leute. Das ist cool. So, jetzt können wir wieder zurückgehen. Gehen jetzt einfach wieder back to the business. Ja, wir können jetzt hier wieder weitermachen. Zaza. Oh, wir sind hier eine... ganz, ganz schlänglige Schlange. Finde ich mega. Also bisher gefällt mir das Spiel richtig gut. Ihr wisst ja, Leute, dass ich immer gegen Ende hin nochmal so ein kleines Fazit zu dem Ganzen gebe. Boah, haben wir die gerade weggeschlängelt. Okay, da sind immer diese Bälle, die fliegen so ganz komisch rum. Deswegen checke ich nicht ganz, ob wir da irgendwie die einsammeln können oder nicht. I don't know. Ganz komisch. Genau, ich werde immer am Ende nochmal so ein kleines Fazit machen, wie ich das Spiel fand. Und ihr könnt natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, ganz, ganz wichtig, Leute, welche Spiele ich denn noch so spielen kann. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was euch denn so gefällt. Ob ihr Bock habt auf, ich weiß jetzt nicht, den Augensimulator oder der Fingernagelsimulator oder den Zähneputzensimulator oder auf irgendwelche Spiele, Leute. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, auf was ihr denn so Bock habt. Das würde mich mal interessieren. Denn, ich habe keine Ideen. Okay, wir machen jetzt weiter, Leute. Es wird wild. Denn wir sind eine Schlange und Schlangen sind immer wild und cool.
So, hier müssen wir aufpassen. Da sind so Rasierblätter, die aus dem Boden kommen. Da würde ich ungern rein, weil das nämlich, glaube ich, so einer Schlange gar nicht mal so gut tut. Oh, guck mal, wir können die einfach wie so Spaghetti einfach so einsaugen. Ich verstehe halt nicht genau, was mit diesen Bällen das so auf sich hat. Die fliegen dann einfach nur so hin und her. What the frog? Oh, guck mal, vier. Oh, was? Wir sind an der Kiste angekommen. What the frog? Was ist das? Was ist hier? Was ist hier? Oh, man kann hier... Ich glaube, wir holen uns sogar die da. Oh, nice. 500 Diamanten. Yeah, das ist nice. Das ist nice. Wir sind eine Schlange. Das ist nice. Oh, krass, Leute. Ich würde mir gerne mal den Frosch-Simulator wünschen. Weil dann würde das What the Frog auch richtig Sinn machen. Lol. Ich habe Hörner. Oha, was? Ich bin eine kleine böse Schlange jetzt sogar. Ui, oll, da war das knapp. Holy moly, Shrubbidi-Dubbidi-Poo, Leute, das war ja übel knapp. Guck mal, jetzt haben wir sogar einfach nur so Hörner auf dem Kopf. Das ist ja voll süß. Hä, ist ja mega cute. Das finde ich ja mega süß, ey. Okay, okay, cute. Okay, wir können jetzt hier, enemies are back. Also wir haben jetzt neue Gegner. Das heißt, wir können jetzt wieder reingehen und die jetzt jagen. So, und das werden wir machen hier mit meiner Babyschlange. Ah, die spawnen dann immer Stück für Stück. Okay, krass. Also man kann nicht die ganze Zeit Upgrades, also beziehungsweise hier das die ganze Zeit machen. Was denn jetzt passiert? Da ist eine Kiste gespawnt. Oh, Junge, was machen wir? Wollen wir uns die holen? Ich denke schon. Let's go. Wir schnabulieren uns die Kiste. Oh, okay. Das hier gibt 4 Diamanten. 400 Diamanten. Oder halt nur 200. Aber ich würde 200 nehmen, glaube ich. Ich glaube, damit bin ich sogar zufrieden. So, bevor wir 200 mal Werbung gucken müssen, zweimal Werbung gucken müssen, wäre mir ein bisschen too much. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall geschafft. Können wir Upgrades holen? Upgrades. Wir haben 1000 Diamanten. Aber hier zeigt der Pfeil gerade nach da. Der will mich ins nächste Level schicken. Aber nein, ich werde hier Upgrades holen. Und dann können wir hier schneller werden, noch eine zweite Schlange holen. Und die, das da ist, glaube ich, cooler, weil das geht irgendwie ein bisschen schneller dann, wenn das hier alles nicht so Ding sind, ein bisschen beeilt. Und dann holen wir uns hier noch eine Geschwindigkeit. Guck mal, jetzt sind wir viel, viel schneller. Cool. Nächstes Level. Ach, okay. 300 Typen hier muss ich jetzt futtern. Puh, ihr könnt von mir weglaufen, aber ich kann euch trotzdem kriegen. Oh, wir sind voll. Wir sind schon voll gefressen. Was soll das? Hier, schnell weg damit. So, jetzt hier wieder weiter fressen. Komm her. Ham, 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 und wieder vollgefuttert. Okay, wir müssen uns wirklich ein bisschen ranhalten, weil irgendwie wird man richtig schnell voll. Das ist ein bisschen blöd, aber ich glaube, wir kriegen das doch auch so ganz gut hin, oder, Leute? Ich denke doch schon. So, dann probieren wir das jetzt mal aus. Hui. Und zack, hier den nächsten gefuttert. Oh, guck mal, die rennen auch die ganze Zeit weg. Es gibt aber kein Entkommen vor der blauen Schlangengefahr. So, meine roten Männchen, die ich futtern will. Ihr gehört mir. Ganz alleine nur mir. Komm, ich will jetzt noch mal ein paar haben. Dann machen wir gleich mal bei den normalen Leveln weiter. Das ist neben dem Game, neben dem eigentlichen Spiel, ist es nämlich noch mal ein Spiel. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist neben dem normalen Spiel, was man hier sonst hat, kann man noch hier so Bonus sammeln und sowas. Das ist voll cool. Das ist mega, mega cool gemacht. Ich feiere ja sowas immer voll krass, wenn es dann noch so kleine Zusätze gibt und sowas. Und das gibt's hier und das mag ich. Und deswegen futter ich jetzt hier einfach diese roten Mannequin hier weg. Nom, 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 nom. Und den da auch. Und die kommen hier einfach unendlich viel raus, Mann. Es sind sogar 310 Stück, bis das Level abgegradet ist dann einfach. Es ist mega krass. Und dann kann man neben dem Ganzen sogar noch weiterspielen. Das finde ich super. Das gefällt mir richtig gut. Also muss ich echt sagen. So, jetzt reicht's aber auch. Ja, jetzt lassen wir die erstmal hier wieder ein bisschen spawnen. Die brauchen immer so ihre Zeit. Da würde ich sogar sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und machen jetzt weiter. Okay. Können hier sogar theoretisch uns auch nochmal upgraden, was ich insane cool finde. Also man kann hier wirklich so super viele Sachen machen. Finde ich voll krass. Gibt es bei richtig vielen App-Games, ist es gar nicht so. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man voll viel upgraden kann. Mega nice. Okay, jetzt haben wir super viel gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir auch wieder super viel hier machen. Jetzt müssen wir die einsaugen wie Spaghettis. Das sollte eigentlich alles gar kein Problem sein. Da haben wir eine Big Boss-Schlange. Puh, da sollten wir echt ein bisschen aufpassen, ein bisschen auf Abstand gehen. Ja, ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben es sogar geschafft, in den vorherigen Runden viel weiter zu kommen als jetzt. Ist ein bisschen blöd, aber ist okay. Ich glaube, wir sollten das eigentlich in der nächsten Zeit nochmal weiterhin hinbekommen, dass wir bis zum Ziel und vielleicht sogar darüber hinauskommen. Guck mal, man kann hier so zapp, 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 so ganz langsam schlängeln. Das habe ich gemeint mit, man muss sogar selber irgendwie klicken, weil normalerweise sind die Run-Games immer so, dass man nicht klicken muss. Oh, wir haben eine Weihnachtsmannmütze. Schön. So. Das mit diesen komischen Flummi-Dingern habe ich immer noch nicht ganz verstanden.
Irgendwie so kann man die dann einsammeln. I don't know. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir einen Weihnachtsmannhut und wir kommen nicht bis zum Ende hin. Okay. Ich würde super gerne nochmal voll weit kommen. Also nochmal bis zum Ende. Das wäre voll cool eigentlich. Mal gucken, ob wir es schaffen, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr werdet es sehen. So. Wir graden immer noch nicht ab. Hier gibt es einen Store. Boah, da kann man sich sogar noch Schlangenskins holen. Hüte, die nicht freigeschaltet sind. Und für 2000 kriegt man dann neue Skins. Für 750 kann man sich eigentlich einen neuen Skin holen. Also holen wir uns entweder einen neuen Skin oder wir tun uns upgraden. Schwierig. Egal, wir holen uns erstmal das plus 12er Ding hier. Das ist irgendwie so der klassische Stuff bei diesen Run-Games. Oh, guck mal. Oh, what? Okay, okay. 70. 70 ist riesengroß. Kommen wir damit bis ans Ziel? Oh, bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Oh. Okay. Holen wir uns das da oder holen wir uns das da? Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Ich glaube, wir holen uns hier ein paar Dollarinos, denn mit dem Geld können wir uns jetzt sogar nochmal upgraden. Das würde ich sogar voll gerne jetzt machen. Heißt, wir gehen uns hier an nächste Level. So, und dann, guck mal, hier gibt es ein New Skin und das ist einfach nur schwarzes Bild. Hä? Was soll das sein? Was soll das sein? Das ist einfach der Schattenskin, Leute. Der Schattenskin. So, wir können hier uns einen neuen Skin öffnen. Werden wir das machen? Ich denke schon. 3, 2, 1, let's go. Okay, öffne den Hut. Oh, eine lilane. Ho, ho, ho. Warum werde ich jetzt zum Weihnachtsmann? Okay, die lilane ist sehr cool. Lila ist auch auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfarben. Und ich würde sogar sagen, wir graden uns hier nochmal ab. So, zack, einmal diesen, einmal diesen. Nochmal den hier. Oh, jetzt wird's teuer. 120 oder 120? Die Länge. Das da? Okay, jetzt sind wir sogar länger am Anfang. Das heißt, wir starten direkt mit Level 3. Hi. Und wir können nochmal hier reingehen und das da nochmal machen. Oha, es gibt wirklich richtig, richtig viel zu tun. Da an der Stelle, Leute. Also es ist insane. Also man kann hier wirklich maximal viel machen in dem Game. Das gefällt mir voll gut. Es gefällt mir wirklich mega gut. Also vielleicht machen wir sogar noch eine zweite Folge, wenn ihr Bock habt. Ja. Das wäre auch eigentlich echt cool, ja, wenn wir nochmal so, einen zweiten Part von dem Game hier machen können, um zu gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Ist ja schon nice. Also man kann hier echt extrem, extrem viel zocken und extrem weit kommen. Und ich liebe so Spiele. Ich liebe so Spiele mega. Also Dankeschön an denjenigen, der das nochmal vorgeschlagen hat in den Kommentaren. Nice. Deswegen, wie gesagt, Leute, schlagt einfach mal ein paar Sachen in den Kommentaren vor, was man so zocken kann. Das wäre echt geil. Das wäre super duper cool. Okay, wir sind voll, 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 voll. Weg, 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 weg. Fressen, 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 fressen. Guck mal, ihr seht es oben, wie viele man schon gegessen hat und wie viele noch gegessen werden müssen. Lol. Und da sind auf jeden Fall einige noch dabei. Also ein bisschen was über 100 müssen wir jetzt noch futtern. So. Deswegen, das könnte noch ein kleines bisschen dauern. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall auf einem guten Wege, das zu schaffen. Vielleicht kriegen wir das sogar in der heutigen Folge noch hin, aber ich werde nichts versprechen, okay? Ich werde nichts versprechen. Wir werden gucken, ob wir das noch irgendwie hinbekommen, weil ich habe jetzt auch schon mein ganzes Geld und meine Kraft aufgebraucht, um zur größten Anaconda der Welt zu werden. Warum mache ich das immer so dramatisch? Das ist eigentlich ganz normal. Mal hier, diese Flummis funktionieren auch nicht richtig. Och, kommen wir bis zum Ende, bitte, bitte. Ich will bis zum Ende kommen. Bitte, bitte, bitte. Schafft es, schafft es, schafft es. Nein, mein Multiplikator mal 3. Naja, es ist okay. Man kann nicht alles haben. Ja, wir probieren es einfach weiter. So, Upgrade. Let's go. So, jetzt bekommen wir irgendwie mehr Knete, soweit ich weiß. Oh, guck mal, hier sind so Hasenohren oder sowas. Ha, ist ja süß. Das sind so kleine Häschenohren einfach. Ich bin eine Hasenschlange. Bup. Guck mal, diese riesen Anacondas, diese 37 großen Dinger da, das ist mega crazy. Wir kommen nicht bis zum Multiplikator mal 3, was wirklich sehr, sehr schwach ist. Aber okay, hier sind Hasenohren. Tada, können wir halt eh nicht sammeln, ja. Weil irgendwie immer Werbung gucken und sowas, das ist halt voll blöd. Aber egal, man kann hier trotzdem Skins auch kriegen, wenn man Geld hier sammelt im Game. Das mag ich dann halt schon irgendwie ein bisschen mehr. Weil manchmal gibt es auch Spiele, wo man nur Werbung gucken muss und das ist immer so nervig. Deswegen, so ist es eigentlich... Oh, was ist denn jetzt los? Was? Wie cool ist das denn? Das hatten wir noch gar nicht gehabt. Jetzt können wir uns noch so über Stangen schlängeln. Das ist voll schwierig auszusprechen. Über Stangen schlängeln. Über Stangen schlangen. Über Stangen schlangeln. Okay, okay. Yabadabadu. Enemies are back. Gehen wir gleich rein. Ja. Erstmal hier weitermachen. Da sind Stangen für die Schlangen. Oh Mann, ich komme mir so dumm vor gerade. Oh, krass. Okay, okay. Let's go. 23. Zack, zack. Hier nochmal einen Punkt gesammelt. Let's go. Ich check halt noch nicht so ganz, wie das funktioniert mit diesen Bällen. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Egal. Ich mache einfach so weiter, wie ich denke, wie es richtig ist. Und dann mache ich es einfach, okay? Und ich habe immer recht gehabt bisher. So, ich würde halt voll gerne noch irgendwie probieren, dass wir dieses mit den anderen Leveln, also da, wo diese roten Männchen sind, dass wir es da noch irgendwie weit schaffen. Oh, wie viel haben wir? 42. Oh ja. Oh ja, komm her. Oh, Junge, 80. Ist das die Pro-Runde? Wird das krass? Wird das krass? Wird das krass? Ich denke schon. Junge. Insane. Das ist so viel, hatten wir noch gar nicht. Und ich hole mir die Dollar. Ja, wir müssen uns Dollar holen, damit wir uns upgraden können. Super krass. Okay, let's go, Mann. Das war heftig. Das war sehr, sehr stark. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Moneten, um uns hier ein Upgrade zu holen. Aber tatsächlich nicht genug, um das hier abzugraden. Wie viel brauchen wir denn hierfür? Ein paar Tausend? Paar Millionen. Egal, wir holen uns das da, dann kriegen wir mehr Geld. Das ist gut, weil für mehr Geld können wir dann auch mehr Stuff machen. Oh, guck mal, 1450 brauchen wir hierfür. Boah, das ist viel. So, okay, dann machen wir das Ding jetzt hier noch fertig. Wir fressen jetzt alle weg, Leute. Ich will das hier heute noch schaffen. So, was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen, ihr kleinen roten Leute? Ich werde euch futtern und dann werde ich euch wieder auskegeln. Ich werde das auskacken, Leute. Ich werde das auskacken. Oh Mann, tut mir leid. Es tut mir so leid, Leute. So, weitermachen, 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 weitermachen. Guck mal, es fehlen jetzt noch ungefähr so 80 Stück. Ich glaube, wir können es sogar schaffen, Leute. Ich will das heute hier noch fertig haben. Das muss sein. Das ist auf jeden Fall die Devise für heute. Oha, noch 50, noch 40, noch so 30 Stück ungefähr. 30, 40, ja, sowas in dem Dreh. Schwierig, 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 schwierig. Wir können gleich nochmal gucken, ob wir was upgraden können. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Wir müssen wirklich schauen, dass das Haus halt ein bisschen schneller ist. Okay, es ist so lästig. Jetzt noch 30 Stück. 30 Stück, schaffen wir das? Ich denke, wir könnten das eigentlich gleich schaffen. 30 Stück noch. Ein Haus ist komplett dicht. Oh, ein Haus ist dicht. Wir können uns das holen für 200 Dias. Oder wir kriegen hier 200 Dias für. Zack, einmal einsammeln. Einsammeln, zack. Okay, 200 Diamanten. Schmeckt gut. Und so. Und jetzt gucken wir mal, was es hier bei Upgrades gibt. Upgrades. Schnelleres Haus. Noch mehr Schlangen. Mehr Geschwindigkeit. Schnelleres Haus. Schnelleres Haus. Und noch schnelleres Haus. Und mehr Geschwindigkeit. Und noch mehr Geschwindigkeit. Boah, wie schnell sind wir jetzt? Oh, Junge. Guck mal, wir sind jetzt eine richtige Flitzeschlange. Bzing, bzing. Oh, okay. Das andere Haus ist auch kaputt. Nur noch 20 Stück. Das sollte doch machbar sein. Komm her, du kleiner roter Mensch. Es fehlen insgesamt noch 13 Stück. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal so weiter. Eine Runde noch. Let's go. Oh, guck mal, jetzt gibt es hier sogar Gebäude. Oh, das ist ein Strohhut, der von Ruffy. Alter, der ist sau cool. Oh mein Gott, der ist mega cool, der Strohhut. Oh Mann, den hätte ich voll gerne. Oh, oh, vorsichtig. Alter, da war gerade die Schlange einfach. Junge, die hat einfach nicht gebockt, ey. Zack, 30 Punkte. Kommen wir mit 30 Punkten bis zum Ende? Ich glaube nicht, ne? Nein, wir kommen nur bis mal 2. Den Strohhut finde ich mega. Den Strohhut finde ich so cool, aber wir können ihn nicht holen, Leute. Schade, schade, Erdbeermarmelade. So, jetzt holen wir uns hier erst nochmal die restlichen kleinen. So, das sollte eigentlich jetzt das Ende hier sein, oder? Nein. Einfach nein. Das ist einfach nicht das Ende. Es fehlen noch 7 Stück. Kennt ihr den noch, den Insider, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch den Insider kennt. Und wollen wir da draußen ein T-Shirt machen oder ein Pulli oder sowas? Hättet ihr da Bock drauf? Einfach so ein Design. Falls ihr es noch kennt, schreibt mal in die Kommentare. Schreibt es in Kommentare. Okay, 37 hast du hier neben mir. Den kriege ich wahrscheinlich nicht. Egal. Oh, wir sind nicht lang genug. Das ist bitter. Eine bittere Pille. So, okay. Jetzt aber. Haben wir es jetzt? Ich bin nicht sicher. Ich mache jetzt einfach nochmal das Level hier fertig und dann bin ich auf der sicheren Seite. Guck mal, da ist der komische American Man Hut. Yeah, das ist fresh und nice. Und ich mag Erdbeereis. Ich laber immer so einen Müll. Zack, zack, zack. Okay, krass. Jetzt kommen wir doch bis zum Ende. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Oh, nein. Beim Multiplikator mal 4. Okay. Oh, Upgrade. Aber machen wir jetzt noch nicht. Wir können uns hier einen neuen Skin holen. Let's go. Was kriegen wir für einen? Oh, den Flammen-Lava-Skin. Oh, der ist nice. Boah, ist der cool. Boah, ist der krass. Okay, nice, nice, niceness. Nice, nice, nice. Erdbeereis. Was für ein Preis?
Oh, das ist der Preis. Leute, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Spiel an der Stelle. Ich würde sagen, von 10 Punkten gebe ich dem Ganzen hier eine gute 6,5, vielleicht sogar 7. Insane. Es macht mega viel Spaß, das Spiel zu spielen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zuschauen. Schaut auf lastoderso.de vorbei und guckt da mal. Vielleicht findet ihr da coolen neuen Merch, der euch gefällt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.